You know how we do that? Wisst ihr, so häufig machen wir das. We expect God to do the same thing every time we pray our standard prayers and we expect the same results. Wir erwarten, dass Gott immer dasselbe tut. Wir beten unsere Standardgebete und erwarten dann dieselben Resultate immer wieder. A good example is in the Bible, three people that Jesus prayed for. Ein gutes Beispiel ist in der Bibel, drei Menschen, für die Jesus gebetet hat. The blind man from Bethsaida. Der blinde Mann von Bethesda. In Mark chapter 8, verses 22 through 26. In Markus 8, 22 bis 26. The crowds were shouting out to Jesus, just touch him. Die Menge hat zu Jesus geschrien, berühre ihn einfach. So what did Jesus do? Also was hat Jesus getan? Did he touch them like the crowd? Did he touch the man like the crowd said? Hat das einfach so gemacht, wie die Menge gerufen hat und ihn einfach berührt? No, nein, he didn't. Hat er nicht what gemacht. Did he do? Was hat er getan? Hey, that was good. He spit in his eyes. Er hat auf seine Augen gespuckt. That is really gross. Das ist ziemlich eklig. And then he laid hands on him. Und dann hat noch die Hände aufgelegt. And the Bible says that the man saw people like trees walking around. Und dann hieß es, dass der Mann Menschen gesehen hat, als ob sie wie Bäume wären, die herumlaufen. He couldn't see clearly. Er konnte noch nicht scharf sehen. That's probably because he had so much spit in his eyes. Wahrscheinlich war das so, weil er so viel Spucke noch in den Augen hatte. And so Jesus laid hands on him again. Also hat Jesus nochmals seine Hände auf ihn gelegt. And then he could see perfectly. Und dann konnte er perfekt wieder sehen. That's one blind man. Das war der erste blinde What Mann. About the blind beggar named Bartimaeus? Was war mit dem blinden Bettler Bartimaeus? In Mark chapter 10. In Markus 10. Verses 46 through 52. In Versen 46 bis 52. He was the blind man was crying out, Jesus. Son of David, have mercy on me, have mercy on me. Der blinde Mann rief, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner. And Jesus asked him a stupid question. Und Jesus hat ihm eine ziemlich blöde Frage gestellt. He said, what do you want me to do for you? Was möchtest du, was ich dir tue? Well, it's pretty obvious, isn't it? Ist doch eigentlich ziemlich offensichtlich, oder? The guy can't see. Der Typ kann nicht sehen. He wanted healing. Er wollte Heilung. But Jesus asked him to be specific. Aber Jesus hat ihn gefragt, genau zu sein. He said, I want to regain my sight. Und er hat gesagt, ich möchte wieder sehen können. So what did Jesus do? Also was hat Jesus getan? No. Nein. But it worked before. Aber vorher hat er es doch auch so gemacht. Why didn't he do the same thing? Warum hat er nicht wieder dasselbe gemacht? Do you know what he had the audacity to do? Wisst ihr, was er diesmal gewagt hat zu tun? He said, "Go your way. Your faith has made you well." Er hat gesagt, geh deines Weges. Dein Glaube hat dich wieder gesund gemacht. Instantly he was healed. He could see perfectly. Und plötzlich war er geheilt und konnte wieder perfekt sehen. And then there was a third man, the blind man from birth. Und da war ein dritter blinder Mann, der von Geburt an blind war. In John chapter 9 verses 1 through 7. In Johannes Kapitel 9 Verse 1 bis 7. And you know the people were saying asking Jesus, who sinned, this man or his parents that he should be born blind? Und die Menschen haben zu Jesus gesagt, wer hat denn da jetzt gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? And Jesus said, neither one, but that the works of God might be displayed in him. Und Jesus hat geantwortet, niemand hat, sondern dass die Werke Gottes offenbar werden in ihm. So what did Jesus do? Also was hat Jesus dieses Mal getan? Yeah, that's what he did. Ja, diesmal hat er But he das didn't getan. Spit on the guy's eyes. Aber er hat nicht auf seine Augen gespuckt. He spit on the ground, he mixed up some mud. Sondern hat auf den Boden gespuckt und dann so einen Matschklumpen. He picked the mud up and stuck it on the guy's eyes. Hat den Matsch hochgenommen und auf die Augen von dem Blinden geschmiert. The mud was dripping all down his face. Und es tropfte so alles sein Gesicht runter. And then Jesus said, "Now go to the pool of Siloam, wash the mud off." And you'll see. Und er hat gesagt, geh zum Teich von Siloa, wasch den Matsch ab und du wirst wieder sehen. He had to do something. Er musste etwas tun. He found the pool.
Und er fand ihn. He washed ging the mud ins Wasser, off of his eyes. Wusch den Matsch aus seinem Gesicht. And immediately he could see perfectly. Und plötzlich konnte er wieder perfekt sehen. Three different blind people, Jesus ministered to every one of them differently. Drei blinde Menschen und zu jedem dieser hat Jesus unterschiedlich ihnen gedient. Now, why is that? Warum war das so? In John 5:19. In Johannes 5 Vers 19. It says that Jesus only did what he saw his father do. Da heißt es, dass Jesus nur das tat, was er den Vater gesehen hat, was der tut. That's what